Wie schaut es generell aus? Vielleicht können Sie ganz kurz auch die ganze Lage in Salzburg auch kurz erläutern. Ja, wir haben jetzt eine Schülerausbildung gehabt und haben durch einen Verdachtsfall sind wir draufgekommen, dass es sein könnte, dass einige Kandidaten positiv sind, haben dann sehr schnell reagiert, haben gestern das über das Rote Kreuz und mit der Behörde zugleich alles so veranlasst, dass alle Kandidaten getestet worden sind über PCR-Test, also einen vollwertigen Test. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass wir doch einige positive Kandidaten haben. Wir haben die genauen Zahlen haben wir leider noch nicht. Wir sind zurzeit in der Planung oder in der Organisation, wie wir dann die Positiven von den Negativen und dergleichen trennen können. Also das ist jetzt zurzeit der Stand der Dinge. Mhm. Wie lange hätten diese Skilehrerkurse generell jetzt auch gedauert? Oder der wie viel Kurs wäre gegeben? Der Kurs wäre jetzt noch bis 29. Jänner gegangen, da wo wir jetzt sind. Mhm. Und ab wann wurden die jetzt abgesagt oder wie kann man sich das vorstellen? Wie ist da jetzt? Also wir haben gestern alle in der Früh unter Quarantäne gesetzt, die ganzen Kandidaten, weil eben dieser Verdachtsfall war. Die waren seit gestern in der Früh alle in ihren Zimmern, die haben nicht mehr raus dürfen. Die haben das Essen vor die Tür gestellt bekommen. Wir haben sie heute natürlich im Laufe des ganzen Vormittags und am Nachmittag haben wir sie über Theorieunterrichte, übers Internet, die Kandidaten beschäftigt, weil die natürlich im Zimmer drinnen sind. Das ist nicht ganz angenehm für die Kandidaten. Aber wir haben einfach die normalen Unterrichte, was wir sonst machen würden, haben wir vorgezogen und einfach über das Internet abgespielt, sodass die zumindest ein bisschen beschäftigt waren. Mhm. Wie schaut es generell also aus? Jetzt gibt es ja auch diese Mutation, das sogenannte Briten-Virus oder der B117. Kann man da auch schon sagen, dass es vielleicht um die Mutation handelt oder um das normale Virus, jetzt unter Anführungszeichen? Nein, da kann man nichts sagen, weil das ist jetzt generell so in ganz Österreich, dass gewisse Verdachtsfälle wieder, die ist dann geprüft, ob das da drinnen ist, aber da haben wir noch keine Information, dass da irgendwas wäre. Mhm. Weiß man jetzt wahrscheinlich auch noch nicht, wann diese Kurse dann wieder weitergehen, oder? Na, bei uns ist jetzt so, dass wir die ganzen Kursmaßnahmen abgesagt haben und jetzt ist es so, dass wir mal schauen, dass das alles wieder normal über die Bühnen geht. Wenn das mit Corona alles vorbei ist, dann werden wir die Kandidaten informieren. Und die sind ja alle schon wieder heiß drauf, dass sie dann die Ausbildung irgendwann einmal fertig fahren dürfen. Ob das noch heuer ist oder erst im Ende vom Jahr, also im Herbst oder am Anfang Dezember nächstes Jahres oder dieses Jahres, das können wir jetzt noch nicht sagen. Mhm. Und seit wann sind die Kurse oder seit wann gibt es schon die Kurse? Also es sind ja mehrere Kurse, was laufen. Und da sind wir jetzt zum Beispiel in diesem Standort, wo wir sind, ab seit 12. Januar. Seit 12. Jänner, okay. Mhm. Und was sagen Sie generell, wie ist auch die Organisation auch gelaufen in den letzten Wochen? Oder haben Sie auch verstanden gefühlt und auch von seitens der Regierung oder von den Bundesländern selbst, von den Landeshauptleuten, dass es funktioniert? Ne, ist es so, wir haben dieses Covid-Konzept, was wir uns selber auferlegt haben für diese Schülerausbildung, die haben wir im Sommer schon geschrieben. Wir haben ja im Herbst schon Ausbildungen gehabt. Wir haben das alles so praktiziert, eingehalten, wie das niedergeschrieben worden ist, immer wieder adaptiert. Wir haben richtig strenge Maßnahmen. Wir wissen selber nicht, wie es wirklich passiert ist, dass der Virus jetzt in dieses Haus reingekommen ist oder zu den Kandidaten, weil die haben wirklich strenge Maßnahmen einzuhalten. Es ist nicht so, wie sonst viele Leute immer glauben, dass da Partys gefeiert werden oder so, irgendwas in dergleichen. Die haben wirklich, die waren nach oben, das haben die in die Zimmer gehen müssen, die haben Unterricht übers Internet gehabt und da war keine Party oder sonst irgendwas. Mhm. Es ist ja auch so bei den Skilehrerkursen, dass es ja um eine Berufsausbildung handelt und auch währenddessen ist ja im Lockdown legal, ne? Das ist ja richtig. Ja, ist es. Ja, ist ganz klar. Also wir haben da nichts Illegales gemacht. Es ist eine offizielle Berufsausbildung. Wir sind ja der offizielle Berufsskilehrerverband. Also wir sind dazu legitimiert. Wir sind ja vom Gesetzgeber unter anderem auch aufgefordert, dass wir Ausbildung für die Kandidaten zur Verfügung stellen oder ausführen. Wir haben uns da natürlich vorab rechtlich alles erkundigt. Das war aber schon im Sommer und im Herbst. Und haben da jetzt nicht irgendwas Außergewöhnliches gemacht. Wie viele Teilnehmer gibt es generell jetzt auch bei diesen Aus- oder Fort- oder Weiterbildungen? Also bei dem Kurs, wo wir jetzt reden, sind 152 Teilnehmer. Okay. Und jetzt kann man halt noch nichts sagen, wie viele das wirklich jetzt betroffen sind. Nein, also wie gesagt, es ist natürlich nicht so einfach vor der Behörde, erfahren wir es noch nicht wirklich. Hängt natürlich auch mit Datenschutz zusammen, aber wir kriegen jetzt vereinzelt von den Kandidaten Informationen, wer wo schon positiv getestet worden ist. Aber da es ist einfach jetzt noch, ich kann noch keine genaue Auskunft geben.